Also normalerweise sind wir ja eher mit dem Auto unterwegs und haben die Kajaks auf dem Dach festgebunden. Diesmal sind wir mit dem Rad und einem speziellen Kajakanhänger unterwegs, wo wir das Boot dann mit Spanngurten drauf festgezurrt haben. Die Kajakausrüstung haben wir im Boot drin und alles andere, was wir brauchen, haben wir in Packtaschen hinten auf dem Gepäckträger. Und so sind wir wirklich autark unterwegs. Zwar langsam, aber dafür sehr eindrücklich. Diese Ausrüstung, die wir mit haben, da ist das Boot, denke ich. Das ist der so Löwenanteil mit gut so 20 Kilogramm. Dann kommt die so Paddelausrüstung, Kleidung. Kommt darauf an, ob das trocken oder nass ist. Ich sage mal, nass geht das auch gegen die so 10 Kilogramm. Das sind 30 Kilogramm. Dann kommt der Anhänger plus Campingzeug, Essen, trockene Kleider. Ich denke, alles miteinander ist 50 Kilogramm Ausrüstung. Ja, alle glauben, dass es dann ein etwas besonderes Erlebnis ist, wenn man sich wirklich darauf hingearbeitet hat. Man muss sich auch ein bisschen quälen, man muss natürlich auch mögen, sich zu quälen, um dann natürlich das Paddeln viel mehr zu genießen, als mit dem Auto hinzufahren, auszusteigen, abladen, schnell Wasserfall runterfliegen und dann weiter zum nächsten Wasserfall. Glauben wir alle, dass das ein intensiveres Erlebnis wird. Ob es Spaß ist, können wir dann nach 3 Wochen sagen. Ja, das Paddeln erlebt man natürlich dann anders. Ist hier jetzt nichts anders als sonst. Man paddelt halt, aber dadurch, dass man natürlich in seinem Kopf ein Bewusstsein hat, dass man sich den Weg zu dem Fluss teilweise sehr anstrengend hat erarbeiten müssen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Paddelerlebnis einem dann doch ein bisschen mehr bedeutet. I look through the cracks in the leaves, working on spelling out things. But nothing came, and nothing came. I don't wanna let the summer be over. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go.